Herzlich willkommen zur ersten Another Young Game Show. Heute spielen wir drei Spiele mit zwei von unseren Mitarbeitenden. Es geht um Ruhm, Ehre und eine Dose abgelaufenes Dosenfleisch. Also, wir begrüßen recht herzlich unsere Kandidaten, der Ruby und der Enno. Wir spielen jetzt drei Spiele zusammen. Schlussendlich, der Sieger bekommt die wundervolle Dose. Und das erste Spiel heisst Kino Nerd. Da geht es darum, ich sage ein Zitat von einem Kinofilm oder einer Filmreihe. Mhm. Und ihr müsst anhand von den Zitaten erraten, welcher Film oder welche Filmreihe das ist. Wenn ihr es beim ersten Zitat schafft, gibt es 3 Punkte. Beim zweiten Zitat 2 Punkte. Beim dritten Zitat gibt es nur noch 1 Punkt. Wer es weiss, kann buzzern. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Wenn man es falsch beantwortet, hat die andere Person auch noch die Chance zu antworten. Also, kommen wir zum ersten Filmzitat. Über seine Seele hätten sie mit einem Priester verhandeln sollen. Keine? Es hilft nicht, dass ich keinen Film schaue. Ja, super optimal. Kommen wir zum zweiten. Wo zum Teufel waren sie? Ich habe den Tod genossen. Das macht es nicht wirklich. Es klingt doch James Bond, aber jetzt welcher genau? Nein, es ist nicht James Bond. Ein Film oder eine Filmreihe? James Bond? Richtig! Also das dritte Zitat wäre dann noch sie. Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja. Ja, okay. Das hat man das gesagt. Das könnte man so knapp. In diesem Fall 2 Punkte für Eno. Kommen wir zum nächsten Film. Also wir machen 3 Filme auf Spielreihe. Erstes Zitat. Ich habe ihn gefunden. Er gehört mir. Hat der Ringe? Das ist leider falsch. Okay, Enno, du darfst jetzt entweder auch gerade basen und antworten oder darfst du noch die weiteren Zitate abholen? Ich würde gerne noch mit dem Zitat. Ja. Also zweites Zitat. Nach Haus, nach Haus, nach Haus. Nein. Jetzt hat mir noch mehr für euch das Erste. Wir müssen noch nicht für dich. Okay, letztes Zitat. E.T. nach Hause telefonieren. E.T.? Ja! Von Steven Spielberg. Nach Hause. E.T. der Außerirdische. Aber ich muss, to be fair, das Erste hätte halt wirklich der Ringe können sein. Wegen dem Ring, den er hat gefunden. Also, aber was findet E.T.? Der Bruder findet E.T. Ah, alright. Und das hat er halt E.T. gehört. Erstes Zitat. Ich mag diesen Felsbrocken. Das ist ein schöner Felsbrocken. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Es ist nicht ASDR-Movie. Schade. So viel kann ich mal wegschneiden. Felsen. Soll ich das zweite Zitat vorlesen? Gern. Okay. Ja. Ich bin noch nicht reif für eine körperliche Beziehung. Wir sollten das Ganze langsam angehen lassen. Ich bin kein Esel für eine Nacht. Könnte das Shrek sein? Nein. Ich weiß nicht. Du weißt. Ich kenne nicht so viel Filme. Ich habe auch nicht. Esslen. Dass ich die ersten 2 schon gehört habe, ist ein Wunder. Okay, ja, Buzz or not? Das dritte Zitat. Nicht Buzz Light. Nicht Buzz Light hier. Also, drittes Zitat. Es ist alles Oger. Schreck. Ja, es ist Schreck. Ich so fand, es könnte Schreck sein. Ja, du hast eigentlich gegeben, aber. Ein Live-Action-Film mit Verschreck. Oh, muss ich ein Special. Ja, du. Und dir aus Augen, muss man nicht mehr schminken. Ja, du bist Shrek, super. Du bist Fiona. Merci. Bitte, sehr gerne. Ja. Zwischenstand dann verletzt ist 3-1 für Elo. Du hast die erste Runde mit 2 Punkten gewonnen, die zweite Runde mit 1 Punkt und du hast die dritte Runde mit 1 Punkt gewonnen. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Daumen Sumo. Da werdet ihr zwei jetzt zu Sumo-Ringer. Ihr kennt vielleicht Daumen Wrestling? Ja? Nein? Ja! Ja, Mann. Ja. Es ist basically Daumen-Wrestling, aber mit Sumo-Ringer. Und dann geht es so: wir spielen wieder 3 Runden.
Wer es schafft, der Gegner mindestens 3 Runden zu Boden zu rücken, also sein Daumen. Ach so! Zu Boden noch. Der bekommt 3 Punkte. Okay. Ja, das ist auch schon mies oder so. Das ist so. Ja. Natürlich mache ich das. Also, das haben wir gehört, wenn Elo gewinnt, dann ist es abgelaufen. Natürlich. Können so filmen. Ja, unbedingt. Perfekt. Also, wir bekommen jetzt da. Weil ich habe keine Zeit vorher, das ist okay. Choose your fighter, also... Wer nehme ich? Ich bin rot. Ich bin blau. Okay. Oh. Dreimal auf die Seite. 1, 2, 3. Okay, ja. Tisch, ja genau, auf den Tisch. Sehr gut. 3 Runden, ja. Der Sieger von jeder Runde bekommt 3 Punkte. Okay? Okay. Seid ihr ready? Ja. Also. Round 1. Du musst mich halt schon halten, oder? Du kannst mich nicht unterbrechen. Oh. Oh, okay, okay. Du musst die Antwort ranlassen. Flawless Victory. Du redest unfair. Du hast schon. Round 2. Das ist nicht mehr so. Schiri. Ja, oh, oh. Schon wieder verloren. Du bist super verloren. Du lüftest das nicht. Auf dem Tisch bleiben wir wieder. Ja! Rom ist fertig, Ruben zieht immer die Antwort. Also, das ist eine klare Sicht für Eno. Also. Final Round. Ein Catcher. Ja, 1, 2. Ja! Was? 1, 2. Geht der You win! Schon nice. Das ist mir nicht. Ruben, du kannst noch aufholen. Wir kommen jetzt zum letzten und alles entscheidenden Spiel. Es ist 9-4, wo die du anmischen. Ja. 9-4. 9-4 für den Eno. Das letzte Spiel ist Fake News. Ich erzähle euch von einem Newsartikel. Mhm. Und ihr sagt dann, ist der fake oder ist der echt? Wenn ihr nach dem Titel schon buzzert und es richtig geht, gibt es 3 Punkte. Okay. Nach dem Lied, Basel, Richtigkeit. Das heisst, kannst du von Anfang an klar sein, dass das Ding ist? Ja. Ja. Seid ihr ready für das letzte Spiel? Erster Newsbeitrag. Titel. Gesucht, Doppelpunkt. Der hässlichste Rasen der Welt. Das ist nicht actually plausible. Ja, die Frage ist, ist es in der letzten Zeit in den Nachrichten gewesen? Ist es Fake News oder nicht? Also, es ist nicht Fake News. Also, das ist, aber es ist nicht von der letzten Zeit in den Nachrichten. Also, ich kann entweder Basel reden und sagen, ist es Fake oder nicht. Bisher könnte es noch plausible sein. Also, dann weiter zum Lied. Der Lied lautet Wettbewerb in Gotland. Gotland? Gotland. Was für ein Programmierspruch? Nein, Gotland ist. GOT-Land. Schlechter Dad-Joke schon. Das war ein schlechter Dad-Joke. Ja. Löte mich. Du bist also ein guter Dad. Merci. Ich finde, wo Gotland ist. Ja. Ist jetzt das Fake News oder ist es echt? Sag nein. Oder er ist Fake. Sag Fake News. Fake News. Es ist kein Fake. Ha! Scammed! Ja, der Scammer hat. Getting scammed. Okay. Gotland ist Schweden, oder? Gotland ist Schweden. Eine Initiative im schwedischen Gotland hat einen Wettbewerb für verdorrte Gärten ausgerufen. Zu gewinnen gibt es ein gebrauchtes T-Shirt. Und leider keine Punkte für Rubin. Rubin, jetzt okay, aber kann er auch keine Punkte mehr machen. Er kann es auch keine Punkte mehr machen, weil es ist ja, ich habe es ja jetzt schon aufgelesen, dass ja, perfekt. Echt ist. Das heisst, sobald jemand durchsetzt, dann... Der ist halt mehr vorbei. Das heisst, man muss drücken. Dann kannst du am Anfang kannst du eine 50-50 Chance nehmen. Aber es ist einfach um 50-50. Ja, das ist richtig. Zweiter Newsartikel, Titel. Portugals Präsident löst Parlament auf und setzt... Fake News. Das ist kein Fake. Schade. Das ist echt. Schade. Hast du den Titel fertig? Setzt Neuwahl an. Das ist effektiv so. Der Costa ist zurückgetreten und jetzt gibt es vorgezogene Parlamentswahl. Die allerletzte Frage, die Ehrenrunde für den Ruby, vielleicht noch einen Punkt zu machen. Fake. Es ist Fake. Gott, das ist... andere Basis sind. Oh, Mann. Okay. In diesem Fall 9-7 für den Eno. Gratuliere dir recht herzlich zum Sieg von ersten Lost Young Game Show. Und du gewinnst... abgelaufenes Dosenfleisch. Merci vielmals, dass ich den grossen Preis so entgegennehmen darf. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet.
habe mich wirklich lange vorbereitet darauf. Können wir zu dem Teil zurückspulen, wo er gesagt hat, er isst es, wenn er es gewinnt? Das ist ja für mich gerade so. Das ist so. Ja. Natürlich mache ich das. Also, er isst es. Nein, ja. Hallo, nein, du musst so. Du musst also, nee, ich will das nicht. Weißt du, willst du das Büro da nie mehr nutzen können? Es ist erst seit 5,5 Jahren gekommen. Erst? Nein. Mo, okay. Und jetzt die Zeit gegeben. Ja, und jetzt ist es hinter. Es sieht eigentlich mit süß und aus. Schau nicht so. Also ist es normal? Ich bin Gedanken. Es sieht ein bisschen crusty aus. Ja, ist gut. Ist gut. Ja. Ist gut, machen wir nicht. Nein. Schade. Ja, Ruben. Ja, die Aktion abgebrochen. Ja. Also, tun wir das Gruselig. Essen wir das nächste Mal. Ja! Ja! Jubel!